RCT Radio Comedy, The Better Way of Blödsinn. Mann, ist das eine Hitze. Selbst hier in der Schenke ist es eindeutig zu warm. Hier fängt sogar das Bier schon an zu kochen. Ey, ich geh kaputt, das glaubt man nicht. Welches Bier, Alter? Das Einzige, was kocht, ist Werner's Suppe. Aber hast recht, hier ist es total warm. Ich fühle mich wie auf Jamaika. Nur, dass der olle Mali fehlt und die Joints. Ach, das war eine geile Zeit. Wie, du warst eine Zeit lang auf Jamaika? Wusste ich ja nicht. Oder habe ich das verdrängt? So wie letztes Jahr, war, als ich vergessen habe, Caro 5:03 zu erinnern, dass sie aus der Sauna soll. Und naja, da war sie dann nicht so erfrischt, als rauskam, so etwa um 20.15 Uhr und ihre ganzen Serien verpasst hatte. Ja, Legowald war ja auf Jamaika, damals, von der Baumschule aus. Die wollten uns der Natur und der Umwelt näher bringen. Da gab es eine Ausschreibung und ich bin ja nicht dumm. Hab mich eingeschrieben und zack ging's ab nach Jamaika. 2 Jahre mit Musiklehrer. Bob Marley, viel Wasser, Joints. Oh, das war geil. Was, wie, du gehst baden? Lassen die dich wieder ins Berliner Freibad? Ich meine, nach der Beckenpinkel-Aktion, als hinter dir auf einmal alles gelb wurde? Ach so, du hast einen eigenen See gefunden, ha? Und der ist nicht um die Uhrzeit total überfüllt. Ich meine, hey, schau mal raus, total warm, klasse Uhrzeit. Ach, allgemein, der ist sicher sauvoll, Werner. Ja, nee, ist klar, Alter, das glaubst doch selber nicht. Ein See für dich alleine. Mensch, Wernerchen, mein Bester, ich sag's dir, Muten, lass die Finger von diesen Alkopops. Das Zeug ist absolut nicht gut für dich. Bleib bei deinem Jägermeister. Ich bin ja gespannt, wann du die Beatles endlich mal in Berlin siehst. Willst uns also mitnehmen? Na, dann bin ich immer spannend. Ich würde mal sagen, die treffen uns so gegen 16:50 bei Müllers vor dem Obstladen. Denn ich muss ja noch Badeklamotten holen und ihr sicher auch. So sieht's aus. Müsste meine auch noch holen. Also, auf geht's. Und Werner, wehe, du veralberst uns. Ein paar Stunden später. Mann, das riecht aber streng hier. Heu, 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 Mann. Hast du schon recht, Lenny. Ganz geheuer ist mir das hier auch nicht. Ich meine, hier vorne alle grün und schleimig. Sag mal, Werner, bist du dir sicher, dass das hier ein Badesee ist? Werner? Wo ist denn der? Werner, Werner! Den brauchst du nicht rufen. Der eure Hund ist schon reingesprungen ins kühle Nass. Naja, sieht ganz happy aus. Denke mal, der Gestank kommt nicht vom Wasser, sondern von den Feldern. Die werden ja gedüngt. Und so, naja, ich mach mich mal fertig. Werner scheint's gut zu gehen. Ja, mach mal. Du, ich geh mal schnell da hinten für kleine Moats in die Ecke. Und dann stoße ich, wenn ich fertig bin, wieder zu euch. Jojo, mach du nur. Ich zieh mir in der Zeit um und schwupps, raus aus den Klamotten. Schwiebeldibabdibub, Badeboxershorts an. Und mein T-Shirt in die Ecke geschmissen. Fertig ist das Lenny. So, noch ein bisschen Sonnencreme. Hey Lenny, schau mal, was ich hier gefunden habe. Was denn? Ein Schatz? Alter, nimm ein Schild. Und schau mal, was drauf steht. Baden verboten. Dieser See wird als Kloake verwendet, um Tierurin und sonstige Abfälle zu lagern. Ach du Scheiße, dreh dich um. Ich zieh mich wieder um. Boah, ich wusste es. Doch, das stimmt doch irgendwas nicht. Das konnte ich mir denken. Ich glaub's nicht. Der Werner lockt uns in eine Güllegrube. Von wegen See. Psst, leise Lenny. Lass den planschen. Nee, der weiß doch nicht mal, dass das hier eine Kloake ist, Mann. Wir können ihn doch nicht da drin lassen. Mann, 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 wenn der sich da was einfängt. Der Werner, der hat 25 Jahre Betriebsrat überstanden. Wo er immer seinen Arsch hingehalten hat, da wird er doch wohl so ein Güllebad überleben. Ich sage ihm jetzt Bescheid, dass wir beide Bier holen gehen und der kann in Ruhe da drin in der Suppe planschen. Ich meine, die Idee ist gut, aber du meinst echt, das sollen wir machen? Ich meine, ach Mann, lass ihn halt. Hey Werner, Alter, wir gehen mal schnell hier, na, du weißt auch, wir gehen mal schnell für uns 3 Bier holen. Du kannst ja in der Zwischenzeit noch ein wenig hier drin in der Suppe bleiben und tauch nicht so tief. Und da taucht er ab, unser Werner, wie so ein kleines U-Boot. Nee, lass uns mal los, Mord. Ich will nichts sehen, wenn er da unten irgendwas findet. Naja, dann auf geht's. Los. Ganz genau. Berlin. Du bist so wunderbar.